euch zusammen. Ich freue mich, wieder etwas vorzulesen. Das mal ist ganz ein kurzer Satz aus Matthäus 6. Und wir sind immer noch in dieser Geschichte vom Privaten, vom eigenen Leben, im Glauben, wo es niemand sieht. Und wir sind in dem Gebet, wo sich unser Vater nennt. Dein Reich komme bald. Das ist Matthäus 6, Vers 10. Dein Reich komme bald. Dein Wille erfülle sich hier auf der Erde genauso wie im Himmel. Dieser Satz ist pumpenvoll. Mit Bedeutung, mit Kraft und mit etwas sehr Gesundmachendes. Dein Reich komme bald. Wo Jesus das gesagt hat, war eine Zeit von politisch totaler Unruhe. Und genauso sind wir heute in einer Zeit, wo sich politisch vieles tut und vieles scheint außer Kontrolle zu sein. Erstaunlich war es, dass Jesus nicht gesagt hat, bring endlich Gerechtigkeit dahin und so wie ich sie, sondern dein Reich. Ich denke oft, dass man, wenn man das Gebet ganz bewusst betet, dann hören wir auf, uns um unseren eigenen Kram zu kümmern. Um unseren eigenen Einfluss. Um das Wachstum von unserem eigenen Geschäft oder das Wachstum von unserer Kirche oder das Wachstum von unserer politischen Meinung oder das, was ich will, unsere eigene Agenda, die wird kleiner. Wir sagen, das, was dich betrifft, das soll doch jetzt bald kommen. Dein Reich heisst auch, dass wir Autorität abgeben an Gott. Weil wenn er der König ist, dann hat er das Sagen. Es unterstellt vieles von dem, was wir sind, wie der neue Gott. Ich weiss nicht, wer in deinem Leben Einfluss hat. Vielleicht im Geschäft oder in der Familie oder Leute, die in Beziehung sind mit dir, die haben Einfluss auf dich. Und vieles von dem ist absolut legitim. Aber wenn du dich anfängst, Leute und knechten. Und wenn du anfängst, vielleicht deinen eigenen Trieb Knecht zu werden, dann bist du nicht mehr frei. Frei bist du eigentlich im biblischen Sinn nie ganz. Du musst eigentlich einfach deinen Meister wählen. Der beste Meister, den du kannst haben, ist nicht einmal du selber. Weil dein Horizont ist begrenzt. Deine Planungsfähigkeit ist begrenzt. Deine Vision ist begrenzt. Und das Beste ist, dein Reich kommen lassen. Gottes Reich soll in deinem Leben kommen. Wenn er zu sagen hat, dann bist du am freisten. Dein Reich komme bald. Das ist so ein Sehnen, oder? Dass Gottes Reich soll kommen. Jetzt gerade in deinem Raum, jetzt gerade in deinem Tag, jetzt gerade in deinen Beziehungen, jetzt gerade in allen Bereichen von deinem Leben. Ich habe gemerkt, wenn ich das Gebet bete, dann verschiebt sich etwas in mir. Und zwar verschiebt sich meine Sorge, dass ich Kontrolle behalten muss. Weg zu danke Gott, dass du es im Griff hast. Gott hat es im Griff. Gott hat nicht nur die ganze Welt im Griff, sondern hat auch im Griff, was rund um dich passiert. Und gerade im Leiden ist das manchmal so schwierig zu anerkennen, weil das heisst ja, dass Gott bewusst uns ins Leiden schickt. Was soll das, denke ich mir mal. Ein Freund von mir hat letztes Jahr Corona verwünscht. Und im Leiden hat er gesagt, was ist das? Was soll das? Und dann hat Gott ihm geantwortet und hat gesagt, also hat das wirklich so das Gefühl gehabt, gehört hat. Er hat gesagt, jetzt bist du am Beten, ist doch super. Der Wert, mit Gott in Kontakt zu kommen, ist grösser als das Leiden. Das war eine Antwort. Und dann hat er gesagt, aber die richtige Antwort habe ich erst jetzt so bei den letzten paar Wochen gecheckt. Und zwar, das ist in der zweiten Welle. Er ist Arzt und hat gemerkt, hey, jetzt bin ich ja immun. Ich bin durch das Ganze durch, es geht mir wieder gut, ich bin körperlich in guter Verfassung und jetzt kann ich eine Rettung sein für andere Leute. Weißt du wie? Dein Reich komme, Gott hat es im Griff. Dein Wille erfülle sich hier auf der Erde genauso wie im Himmel. Ich finde das noch speziell, weil oft, gerade in so christlichen Kreisen haben wir oft das Gefühl, wir könnten Gott irgendwo anmanipulieren, dass er irgendetwas macht für uns. Da ist es das Gegenteil. Dein Wille. Das, was du willst. Nicht, was ich will. Das hat ja Jesus kurz vor dem Kreuz gebetet. Das, was du willst, Gott. Nicht das, was ich will.
Oft verfolgen wir unsere eigenen Ziele, unsere eigenen Agenden. Und wenn wir Gott das abgeben können, weisst du, was für ihn sagen? Dann ist es nicht mehr ein Abstrampeln und ein Abmühen, sondern im Wissen, dass der Allmächtige hinter dem ist, was wir auch schon verfolgen. Das ist doch ein super, super, super Ermutigung und ein mega Boost. Und ich wünsche dir genau das. Weil wenn Gott hat es im Himmel und auf der Erde voll im Griff. Und wenn du dich in dem innen siehst, was kann das sonst noch passieren? Ich hoffe, das hat dir gut getan. Und ich freue mich natürlich auf das nächste Video. Einfach eine kurze Erinnerung. Wir sehen uns jede Woche in Connect Groups oder in Zürich. Und am Sonntag auf YouTube und anschließend auf Zoom. Ich würde mich freuen, dich entweder in einer Connect Group oder im Gottesdienst zu sehen. Gottes Segen. Bis bald. Tschüss.